Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Star Wars Battlefront 2, dem Story-Modus. Ja, entschuldigt, dass ich jetzt gerade das Spiel pausiert habe, aber es wird jetzt gleich ein Gespräch wahrscheinlich folgen und deswegen habe ich hier gerade pausiert. Ich werde danach wahrscheinlich was erzählen, ja? Also sehen wir uns jetzt eh gleich wieder. Haldoras Infos zufolge betankt mein Vater seit Monaten seine Flotte auf der Chinook-Station. Unser Freund Hask überwacht die Operation. Wenn wir ihn ergreifen und die Station abschalten, wäre das für das Imperium ein schwerer Schlag. Zumal Hask der Schlüssel sein könnte, um endlich den Admiral zu finden. Mit etwas Glück? Das ist immer mehr als Glück. Genau so sieht's aus. Sehen Sie sich diese Wälder an. Süß, dass Sie vor einem Besuch die Tierwelt eines Planeten studieren. Wenn Sie das Tibana-Gas für das Imperium erzeugen, sind die Beldons kritisch für die Mission. Wie Sie meinen. Ja, wir haben ja in der letzten Folge übrigens Prinzessin Leia. Wenn Sie Ihren Vater finden und ausschalten, sind wir dem Kriegsende ein gutes Stück näher. Ich und weiß, es waren harte 6 Monate. Aber diesmal kriegen wir ihn. Ich spür's es einfach. Und an Han Solo gespielt. Daran zweifle ich nicht. Mir ging's eher darum, was danach passiert. Wenn der Krieg vorbei ist. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Eine imperiale Ausbildung ist im zivilen Bereich nicht viel wert. Was ist mit Ihnen? Ich möchte reisen. Die Galaxis sehen. Lothar, Maikapo. Da waren Sie doch schon. Ja, als Soldat. Ich will das alles in Freiheit sehen. Das klingt tatsächlich sehr schön. Das ist ein hehres Ziel, ja. Und jetzt sind wir gerade auf Bespin. Wir haben ja Han Solo, wie gesagt, in der letzten Mission gespielt und mussten auch ein bisschen mit dem Schiff herumtollen. Hat Spaß gemacht. Aber ich bin, glaube ich, auch ein paar Mal verreckt. Da ist der Landeplatz. Sie sollten unsere Schiffe hier nicht sehen können. Genau. Da gehen wir jetzt hin. Mann, das sieht richtig krass aus. Ja, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Oh ja. Wir suchen ja nach dem Admiral, weil er seine Tochter ans Kreuz gelegt hat, ne? Er wollte sie sogar eliminieren lassen. Also wie kann man seine eigene Tochter eliminieren lassen? Und dadurch sind wir natürlich dann zur Rebellion gegangen, ne? Also Eden Versio und der letzte Rest des Inferno-Trupps. Und Fiese ist nicht mehr übrig, ne? Hast wird im Turm des Aufsehers sein, auf der Hauptebene. Also brauchen wir einen Turbolift. So sieht's aus. Ladezeitbonus, geil. Warte mal, wir haben Karten. Ich habe auch ein Gewehr. Boah, nee, also das, mit was er mich jagen könnte, sind Scharfschützengewehre. Die kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Das TL-50 ist im Einzelspieler ziemlich geil. Aber im Multiplayer leider nicht ganz so gut. Aber ich weiß nicht, was jetzt auf uns zukommt. Deswegen nehme ich erstmal das hier. Der Droide sagt, vor uns ist einer, so wie einige Sturmtruppen. Also los, mir nach. Wie immer. Imperiale Streitkräfte eliminieren. Das machen wir doch gerne. Okay, dann müssen wir nach unten. Was ist das denn? Du musst was hacken. Sammelobjekt gefunden. Oh, cool. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle lautlos töten könnten, jetzt die Imperialisten hier, aber... Mach noch eine Runde. Ich will nicht, dass uns irgendwas entgeht, solange Commander Ant hier ist. Den könnten wir eigentlich einen aufs Maul geben, genauso wie der da. Raketen werfen?
Hey, wie kann ich das einsetzen? Achso, Stromstoß. Auf sie da! Naja, es ist einfach zu spät. Also ich glaube, das wird nichts. Ich beschieße jetzt von etwas weiter oben. War ja an sich nicht schlecht. Oder ich benutze jetzt das A280. Na komm, wir versuchen das selbe einfach nochmal. Diesmal sollte es aber ein bisschen besser funktionieren. Da ist jetzt natürlich, wie es was passiert, ne? Hast wird im Turm des Aufsehers sein, auf der Hauptebene. Also brauchen wir einen Turbo. Der Droide sagt, vor uns ist einer, so wie einige Sturmtruppen. Also los, Nina. Auf sie da! Ja, diesmal bin ich vorbereitet, ihr Dreckspacken. Oh. Betäuben! Schrot ist ja mal mega geil. Also, wenn sie trifft. Nein! Was tust du denn hier? Ein paar. Haben die nicht gesagt, was von ein paar Imperialisten? Oder Imperiale? Da sind sie! Gesichert! Und jetzt zu dem Lift. Wir haben mehr Waffen als erwartet. Wird nicht einfach zu Hast zu kommen. Was ist das denn? Ah, das ist ein normales Geschütz. Ja, ich hätte mir das wahrscheinlich einfacher machen können. Naja, was soll's. Ihr kennt mich ja. Manchmal mache ich es mir auch gerne schwer. Wow. Ich finde schon krass, was das Imperium oder der Überbleibsel davon noch geschafft haben. Sieht nicht gut aus. Ich habe eine Idee. Wird ihm nicht gefallen. Okay, wir treffen uns beim Turm. Achte darauf, dass dich keiner sieht. Die neue Lackierung verrät dich. Stehen Sie nicht so rum, Soldat. Oh, ich dachte, ich muss den Druiden spielen. Bereit machen, der Hask wird uns einen Kampf liefern. Ich freue mich drauf. Den Turm des Aufsehers infiltrieren. Ob das so einfach wird? Ich weiß ja nicht. Das weckt Erinnerungen. Aber keine guten. Ja. Der Turm des Aufsehers liegt vor uns. Hast müsste ganz oben sein. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen, ohne aufzufallen? Seit Endor sind die Besetzungen des Imperiums schlimmer geworden. Was könnten wir sein, Ei? Sie und ich. Denk an all das Gute, das wir seit Vardos getan haben, Del. Wir haben die Galaxis sicherer gemacht, Leuten Hoffnung gegeben. Ja, und das tun wir jetzt auch für Bespin. Finden wir Hask. Da kann ich nur zustimmen. Wir haben bis jetzt was Besseres gemacht. Ich meine, okay, die Rebellen werden immer als die obersten Guten dargestellt, was aber auch nicht immer waren. Die haben auch schon ziemlich viel Scheiße gebaut. Aber genauso wie das Imperium. Also nehmen sich beide nicht besonders viel. Obwohl manchmal die Schurken auch nicht ganz so schlecht sind. Erstaunlich, wie belebt die Station ist. Na, das Imperium flieht. Hey, es braucht was falsch dir darum? Wir bewundern die Macht des Imperiums, Sir. Die Rebellen haben keine Chance. Weitermachen. Ihr solltet nicht auffallen, meine Freunde. Also sollten wir gegen die alle kämpfen müssen, ganz ehrlich. Überall im Anuat-Sektor sollen Schiffe durchbrechen. Das ist Gouverneur. Das wäre heftig. Er hätte den Aufstand zu. Droide, wir sind am Turm. Bist du bereit? Wir sehen uns oben. Okay.
Wo sind denn alle? Dachten Sie wirklich, dass es so leicht wird? Ja. Wir haben die Corvus in dem Moment entdeckt, als sie die Blockade passierte. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie ja persönlich erledigen. Aber ich habe jetzt Verpflichtungen. Und Ihr Schicksal gehört nicht mehr dazu. Leben Sie wohl ein. Nein, nein, er darf nicht entkommen. Boah, 1500 Meter müssen wir rennen. Wollt ihr mich veräppeln? Ach, wir müssen nur Dista erobern. Ist ja nur ein Sternzerstörer. Dieser Sternzerstörer, das muss Hask sein. So viel dazu. Achtung! Weg hier! Runter von der Plattform! Hin? Wo muss ich hin? Oh, da unten sind Jäger. Können wir da zurück? Hier bringt's doch nichts, oder? Ne, da sterben wir. Okay, warte mal. Also mal zurück. Wir haben zu viele Truppler an unserer Position. Was ist das denn für ein doofes Geschütz, Alter? Wir müssen uns den Weg von der Chinook-Station freikämpfen. Na, das kann ja noch ganz heiter und lustig werden. Was jetzt? Hask war nur ein Teil der Mission. Sie wollen immer noch die Betankung stoppen. Aber wie soll das gehen? Wir brauchen Schiffe. Die X-Flügler sind auf der anderen Seite der Station. Droide, gibt's irgendwas in der Nähe? Ja, wow. Ich habe jetzt nichts gehört. Hacken. Neue Fähigkeiten. Ach so, Detonitladung. Interessant. Ich rüste aber auch nichts aus oder verbessere irgendwas, weil ist Quatsch. Wir stehen sowieso kurz vorm Ende. Einmal hacken, bitte. Wir haben keinen Kontakt zu dem Trupp im Turm. Also bleibt wachsam. Ausschwärmen. Commander Hask will sie gefunden haben. Das war wohl nix. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Oh, das ist... Scoutläufer! Oh Gott. Hä, ist der jetzt gerade durch die Wand geglitscht? Was ist das denn? Mach die platt, Mann! Okay. Aber Verstärkung haben wir keine, ne? Mann! Ich bin wohl an den Abzug gekommen. Vorsicht! Ey, kannst du jetzt auch mal kaputt gehen, Alter?
weiß gar nicht, wie viel. Oh Gott. Hey, wo kommen die denn alle eigentlich her? Wie viel hält der noch aus? Ey, Leute, ich komme hier nicht weiter, ne? Das ist gerade ein bisschen kacke. Was soll ich machen? Ich habe leider keine Granaten, keinen Raketenwerfer. Ich habe nichts. Kann ich den schocken eigentlich? Wo kommen die denn eigentlich jedes Mal her hier? Boah, Junge, das ist ja hart. Gucken, ob ich die treffe. Hey Leute, ich brauche einen Raketenwerfer, ansonsten wird das nichts. Schilder aktivieren, Droide. Boah, wie viele kommen denn hier noch? Ey Leute, ich brauche unbedingt eine andere Waffe, das geht nicht. Ich kann hier nichts machen. Kann man auch irgendwie, kann ich die ablegen? Frontkämpfer-Serie. Okay. Hier, Blendgranate ist natürlich auch cool. Kann ich auch aufwerten oder so? Nee, ich kann hier nichts aufwerten. Mal gucken. Aber Raketenwerfer oder so habe ich auch nicht, ne? Was ist hier? Langblaster. Das sieht echt nicht gut aus. Also, keine Ahnung, Leute, wo ich einen Raketenwerfer herkriegen soll. Aber ich kann so lange jetzt auch nicht den AT-STR ausschalten. Teilweise echt ein bisschen dumm, ne? Anstatt dass man die Kacke explodiert, Junge, Mann. Suche nach Gegnern. Ich dachte, ich hätte noch den Schild, aber den habe ich abgelegt. Boah, es ist teilweise dumm, ey. Es dauert noch kurz, Leute, ne? Ich kann es nicht ändern.
Viereck denn noch aus, Alter? Ist doch nicht mehr normal. Na, endlich. Gute Arbeit, Commander. Jetzt können wir auch was schaffen hier. Hat jetzt eine Weile gedauert, aber was soll's. Paar Jäger voraus. Schön, das ist perfekt. Scan. Ja, wir haben es ja gleich geschafft. Oh, komm schon. Das waren alle. Suchen wir jetzt das Schiff. Wie wär's damit? Ein Wolkenstadtwagen? Es ist ein Schiff. Oh, na schön. Das ist nicht euer Ernst, Mann. Als ich sagte, wir brauchen ein Schiff, hätte ich deutlicher sein sollen. Es hat Waffen. Was will man mehr? Dass es kein Wolkenstadtwagen ist. Betankungsplattform direkt voraus. Und drei Sternenzerstörer. Die wir sprengen werden. Wissen Sie was? Sie hatten recht. Der Wolkenstadtwagen ist absolut ungeeignet. Nein, Moment. Wir müssen nur die Treibstoffzellen ausschalten. Und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Und der macht's boom. Bis zurück zu den Sternenzerstörern. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Sie lieben es. Ich liebe es! Kommando! Ein Wolkenstadtwagen hält Kurs auf ihren Zerstörer. Das Ding hört den imperialen Funk mit. Er ist doch für etwas gut. Sigma 1-2, setzen Sie Vektor auf Abfangkurs. Wahrscheinlich eine Lieferung, aber wir können nichts riskieren. Verstanden, Kommando. Der Wolkenstadtwagen macht keine Lieferung. Abschießen, 1-2. Alle Einheiten zu mir. Wolkenstadtwagen auf Punkt 032. Schießt ihn ab. Guter Schuss. Alter, ey, mit dem kleinen Ding sollen wir Jäger zerstören, ja? Okay, es geht schon, wenn man trifft zumindest. Oh Gott, war das knapp. 1-2, Schiff stoppen. Wir verlieren Treibstoffzellen. Unsere Flotte braucht das Divanagas. Ich gebe mir Mühe, aber erst schnell. Oh, boom, baby. Und es hat Boom gemacht. Oh Gott, Mann. Noch ein und dann... Ich sehe nichts. Pilot 1-2, wir können erst nach der Betankung feuern, sonst geht die ganze Raffinerie hoch. Tun Sie was. Aber wenn wir verfehlen und die Treibstoffzellen treffen, sterben wir alle. Dann zielen Sie. Das ist die letzte. Leider ist Haskins entwischt. Ist das war Oberaffengeil. Wir haben Infos über eine verlassene imperiale Fabrik auf Sallust. Admiral Versio plant, Waffen aus einem Depot dort zu holen. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Shriv, Sie werden mit Lando Calrissian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab.
Was auch geschieht, mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Salus, kenne ich überhaupt gar nicht, den Planeten. Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Bursios Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Ach ja, Lando. Turbolaser. Ziemlich viel Verteidigung für ein verlassenes Waffenlager. Ich wollte eigentlich nur Gesellschaft, aber siehe da. Taktische Analyse. Ich bitte Sie. Ich kenne mich auf Salus aus. Ich habe immerhin damals bei der Befreiungsaktion geholfen. Das erklärt, warum das Imperium noch da ist. Okay, das war nicht schlecht. Der war gut. Die Anlage infiltrieren. Ja, Leute, ich werde jetzt aber erstmal beenden die Folge. Die anderen waren ja alle relativ lang. Das ist jetzt die kürzeste. Ich schätze aber, dass wir wirklich nicht mehr so weit vom Ende entfernt sind. Zumindest vom Hauptspiel. Aber das werden wir bei der nächsten Folge auf jeden Fall sehen. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Bei Star Wars Battlefront 2, dem Story-Modus. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tschüss.